Loot! Loot! Gib mir den Loot! Oh, ich sollte aufpassen, dass ich mich nicht irgendwo festhänge. Oder... Hier ist noch mehr Loot. All this Ziegenfell, gehärtetes Leder, Fläschchen, Schnops. So, dann gehen wir mal hoch zu Hammond. Ups. Ich hoffe, du hast dich gefreut über den Raid. Weiß, war letzte Zeit nicht auf dir, aber gestern ein bisschen gelurkt bei Alice. Ach, guck mal, du hast gelurkt. Ja, vielen, vielen lieben Dank nochmal für den Raid. Ich meine, also, was mit dem, du warst nicht viel hier oder so, ist ja vollkommen okay. Ne, mach dir darum keinen Kopf. Ne, wenn man Zeit und Lust hat, kann man ruhig vorbeischauen. Und das dann freue ich mich genauso drüber, wie wenn jemand jeden Tag hier ist. So, du. Ich bin dein neuer Pirat. Ich bin dein neuer Pirat. Das sind jetzt auch nochmal Gegner, ne? Please. Sei nur Wuffis oder sowas. Ach nee, das sind die Käfer. Nevermind. Auf die habe ich jetzt keinen Bock. Tschüss, Käfer. Hammond wird mich doch höchstwahrscheinlich jetzt auch direkt angreifen wollen, ne? Du kannst dein Spiel jetzt nicht speichern. Die ist wirklich aggro, oder? Schusch! Geh weg. Oh Gott, die. Ach, das ist so eine der großen, ne? So. Zack. Käfer getötet. Und. Gefällt dir denn Alice? Shadow Snake? Oder ist es eher so ein Spiel für dich? Mach das weg. Ich hab's weggemacht. Alles gut. Ich mache mir übrigens ganz kurz noch ein zweites Fenster auf. Bevor ich kurz. Bevor ihr euch wundert, was ich jetzt tue. Kannst du mich Snake oder Shadow nennen? Ich war mir unsicher. Ich hatte was im Hinterkopf. Dementsprechend, aber ich war mir unsicher, ob ich dich mit nur einem nennen sollte oder ob beides okay war. Aber dann bleibe ich mal bei Shadow. Götter des Meeres, ich habe euch die Geschenke nie missgönnt. Schenkt mir einen weiteren Sieg, dann werde ich euch einen Teil der Beute opfern. Lass dich von mir nicht stören. Verdammt, was jetzt? Goddammit, der ist fake. Alice war interessant und spannend, fragte mich nur manchmal, ob es Alice Madness Returns ist. Nee, war der erste Teil. Sogar. Alice Madness Returns schaut definitiv besser aus. Den werde ich aber auch irgendwann nochmal bringen. Und du gehörst zu Karadins Bande. Ich habe gehört, dass du zu Karadins Bande gehört hast. Sag, was du willst, verdammt nochmal! Spuck's aus, du arschkriechender Bastard! Deine Männer sind tot. Ihr Blut hängt an meinen Schwertern. Du solltest nochmal drüber nachdenken, ob du so mit mir reden möchtest. Ich suche Yad Karadin. Und wer zum Teufel bist du? Ein Freund eines Freundes. Ich suche Karadin. Vielleicht könnten wir eine Abmachung treffen. Gefällt unser Geschäft ein paar Arschlöcher in Novigrad nicht? Verfluchte Gilden! Kommt! Worauf wartet ihr? Macht den verdammten Scheißkerl kalt! Töten, verstümmeln, zerstören! Du bist so gut wie tot! Ach, der hat ein Schild, du Drecksau! Der ist gewichtig. Ja, der hat gut gegessen. Der hat immer sein Gemüse gegessen. Ich mach Kleinholz, ein verfluchter Zauberer! Ich bin kein Zauberer. Au! Ah, der hat so einen riesigen Knüppel. Art. Au, ich darf gerade Art nicht benutzen. Entschuldigung. Schwalblut! Mach den fertig! Nicht gut. Wii! Willkommen bei Dark Souls. Hey, Level up! Mist! Goldring, Brief auf elegantem Briefpapier ver. Er hat eine Karte gehabt.
Ich dachte, ich wäre bei unserem letzten persönlichen Gespräch deutlich genug gewesen. Ich möchte nicht mit dir in Verbindung bleiben und vor allem möchte ich keine Geschäfte mit dir machen. Ich zweifle nicht daran, dass die von dir vorgeschlagenen Geschäfte profitabel sind. Trotzdem, kurz gesagt, ohne mich. Es gibt genügend andere potenzielle Käufer in Novigrad. Goldschmiede, Juweliere und Händler, die mit Luxuswaren handeln, zum Beispiel. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Willst du dich auch entscheiden... Was? Wie du dich auch entscheidest? Entschuldigung. Ich wünsche dir alles Gute. Betrachte diesen Brief als letzten Abschiedsgruß. Karadin. Irgendwie, ich bin nutzlos. So, okay. Oh, da sind ein paar Todeköpfe. Oh, da ist eine Kiste. Rubinstaub und ein Saphir. Das ist wirklich gut. Dann... Ach, da sind auch nochmal Kisten. Und ein Schema und Herauskrabbspinnenabsud. Kavalleriehandschuhe mal wieder und rostiges, skelliges Schwert. Ich glaube, ich sorge gerade für schlechtes Karma dafür, dass ich die ganzen sich Götter ausraube. Ups. So. Und jetzt müssen wir uns in der Taverne treffen. Karadin, hat er etwa eine Freundin? Karadin ist sein ehemaliger Bandenchef. Falls Yad Karadin ein... Ah, hallo. Tschüss. Falls Karadin ein Männername ist, Bandenchef. Andernfalls Bandenchefin. Ich bin mir immer ein bisschen unsicher, was hier als weiblicher Name durchgeht und was als männlicher Name. Ich habe eine komplette Piratenbande ausgelöscht. Goddammit, ich bin eine Naturgewalt. Ich bin nicht nur ein Hexer, ich bin einfach eine Naturgewalt. So, das wird mir jetzt gerade so richtig klar, wie schlimm ich eigentlich bin. Was sind das für hübsche Handschuhe? Nilfgaardische Wächterhandschuhe? Ich meine, dadurch, dass ich halt sowieso nicht die, Dings-Rüstung, die Rüstung hier auf Super-Duper haben kann, nutze ich die mal. Gibt es eigentlich weibliche Banditen im Spiel? Ich glaube, wir haben auch schon weibliche Banditen getötet. Achso, es klingt, als ob er mit der kriminellen Vergangenheit nichts mehr zu tun haben möchte und wäre doch eine Beziehung ein guter Grund, oder? Ich weiß es nicht. Also, es wäre ein interessanter Grund. Ich meine, so oder so, egal wie ich mich entscheiden werde, am Ende des Spiels werde ich mich deswegen schlecht fühlen. So, ich habe hier nochmal... Guck mal, ich habe die... Achso! Hatte er sich nicht gespeichert? Hatte er sich... Warum bin ich wieder beim Greifenstahlschwert? Ich dachte, ich hätte Wolf genommen. Ach, und das wäre quasi das nochmal in anders. Oh, hübsch. Die sind beide halt hübsch. Ich find die Relikte einfach besser. Sind wir mal ehrlich. Also vom Aussehen. Ich meine, klar, die Hexerwaffen sind auch hübsch und alles, aber ja, auch nicht so viel toller. Schlimm. Du bist, sagen wir doch schon am Huron. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, Lynkubus, aber ich hatte sogar festgestellt, dass ich damit sogar noch den besseren Weg genommen hatte mit dem Baron. Dass wir, dass seine Frau quasi gestorben ist. Gibt es auch Hexenwaffen? Also es gibt Hexerwaffen. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corintilli, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hat. Verzeihung? Warum kriege ich jetzt das nochmal? Und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Dafür, dass er mein treuester und ältester Freund ist, habe ich bisher noch nicht große Anstände gemacht, ihn zu finden. So. Ich würde vorher ganz gerne einmal... Die Schmiede sind noch nicht wieder da, ne? Wie spät haben wir es gerade? Sehe ich das irgendwo? Meditation. 14 Uhr. Gehen wir mal auf 6 Uhr. Es gibt auch ein Ende, in dem er mit der Frau in die Berge verschwindet, in der Hoffnung, dass sich ihr Geist erholt. Genau. Aber bei dem Ende ist es so, die Kinder
wären alle gestorben. Die Kinder, auf die sie aufgepasst hat. So, sind die jetzt aktiv? Schön, dass dein Mann Aufseher von Beruf ist. Hier irgendwo in der Nähe des Platzes des Hierarchen sind die Sachen. Hey, fass mich bloß nicht an! Da liegt jemand im Bett also ran an die Alte. Und ist das schlecht? Oh Gott, ich laufe komplett in die falsche Richtung. Für alles. Ich mag die Kinder nicht. Sind wir ehrlich, die Kinder... keine Ahnung, Kinder in Videospielen sind immer ätzend. Aber die können zu gescheiten Erwachsenen dranwachsen. Land von Percival Schuttenbach. Von wem? Ja? Wer ist Percival? Ach so, der Typ. Da. Der weg ist, glaube ich. Wer sagt denn, dass sie jetzt ein besseres Leben führen? Es ist so ein bisschen Spoiler, aber die sind quasi in irgendeinem Waisenhaus jetzt. Und denen soll es da wohl besser... Also, sie leben immerhin. So. Die Alternative wäre halt gewesen, dass sie gestorben sind. Wo war hier der Schmied? Das war doch hier, ne? Nein, das war der fucking Buchladen. Goddammit. Tür! Please! Bin ich hier komplett falsch? Nee, da. Schmied. Rüstungsschmied. Du da. Erstklassige Schwerter. Immerhin sind die entweder bei den Fanatikern oder im Heim. Würdest du mir etwas anfertigen? Das wäre übrigens falsch. Ich wollte handeln. Ich wollte nämlich ganz gerne relativ viel der Rüstung hier einfach wieder verkaufen. Ach genau, den habe ich ja vollgefüttert mit Geld. Belhavenische Brigantinen. Auch weg damit einfach. Alles, was kein Relikt- oder Hexerkram ist, einfach weg. 2, 3. Der Moment, wenn man von einer Tür gewollt wird. Du bist, genau, Geselle. Du kannst keinen... Ach, guck mal, das sind wieder die Fäustlinge. Wunderbar. Das sind die Greifenhandschuhe, genau. Für andere, für anderen Kram bräuchte ich noch immer... Müsste ich die anderen Hosen erstmal finden, ne? Ach, hier hatte ich die verbesserte Greifenhose. Für welche Stufe ist die? Benötigt Stufe 18, also noch 2 Level. Gibt es auch verbesserte Greifenhandschuhe? Wenn, dann habe ich das nicht gefunden. Das ist die Greifenrüstung, die wir tragen. Das ist die Kriegerlederjacke, die wir schon verbessert hatten sogar. Da haben wir auch wohl noch nichts Besseres. Vielleicht Plunderheft. Okay. Stiefel, habe ich hier die verbesserten Greifenstiefel? Nee. Muss ich wohl noch mehr finden. Und ja, Verbesserung, ich kann halt meine Rüstung nicht verbessern. So, reparieren wir mal den Kram, den ich nutze, sowie das Greifenstahlschwert. Ja, oh Gott, das hat viel gekostet, das zu reparieren. Und die Aschenrune. Wobei, die Aschenrune brauche ich nicht verbessern. Die finde ich nicht so toll vom Design. Bis dann. So, jetzt, wo war der Waffenschmied hier? Irgendwann lerne ich die Stadt noch. Da, Weltkarte. Da ist der Typ. War der... Kann mir das jemand sagen, wo der Waffenschmied war? Ich weiß es nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Goddammit. Ich gehe erstmal hier runter zum Lager. Vielleicht finde ich ihn auf dem Weg. Hier kann ich nochmal ganz kurz umwechseln. Was kann ich für dich tun? Geld umtauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. So, jetzt habe ich daraus noch mal ein paar Krönchen bekommen. Hier entlang? Nicht bummeln! Brauchst du etwas, Meister? Ich habe halt keine Ahnung in dieser Stadt. Ein Kartenverkäufer, Entschuldigung? Kann es noch schlimmer kommen? Ach so, solche Karten. Ich dachte irgendwie andere Karten. Mist.
Ah! Wo bin ich? Shit. No! Wie komme ich hier raus? Alles geplant. Easy. Easy. Wir kommen in der Glorienstraße. Da, nein, mal ganz kurz hier rein. Ach ja, so sind die Zeiten. Lass sie rein, wenn sie unbedingt wollen. Und da, Lager. Ich werde das Greifenstahlschwert da nicht reintun. Ebenso wenig wie die Handschuhe. Aber die Aschenrune und ich werde die restlichen Waffen verkaufen, weil die mir halt doch schon viel Platz im Inventar wegnehmen. Hier habe ich übrigens auch, ne, sieht man einmal das Viper-Silberschwert, ebenso wie das Viper-Stahlschwert und hier ein Stufe 17 Katzenstahlschwert. Gut, das ist das Stufe 17, das habe ich komplett vergessen. Und da ist die Kriegerlederjacke, die ich, wo ich noch einen Plan bräuchte, um die zu verbessern. So. Ach ja, so sind die Zeiten. Ist der andere jetzt, der Waffenschmied jetzt hier schon am aktiv sein? Das finde ich halt wirklich doof, dass mir nicht angezeigt wird. Hier oben ist übrigens irgendwas. Wo der ist, wenn der gerade Pause macht. Zur Not teleportiere ich mich nach Schwarzzweig. Bin ich ehrlich. So, warten wir nochmal eine Stunde. Ich habe nicht rechts in der Stadt einen. Ich meine, ja, also hier irgendwo gab es einen, aber der wird mir halt erst angezeigt, wenn der aus seiner Pause raus ist oder arbeitet oder so. Also in der anderen Stadt. Hier in Ochsenfurt, ne? Das kann gut sein. Weil ich das auch nicht weiß, ob das bei Ochsenfurt nicht doch ein Waffenhändler ist. Ein Rüstungshändler ist. Ne? So, nochmal eine Stunde warten. So doof, ey. Bei Waffen meine ich. Dann gehen wir kurz nach Ochsenfurt. Kurz ist gut, warte. Ich brauche nochmal die Weltkarte. Südlich von mir in die Richtung ist ein Teleport-Ding. Fährt so viel. Ah, goddammit. Das ist wirklich eine der Sachen, die ich dem Spiel negativ vorhalten würde, dass ich nicht immer die Information auf der Karte habe. Das finde ich doof. Weil an und für sich. Lang lebe Radu, lebe. Als Spieler würde man verstehen, wenn jemand. Wenn der Laden leer ist. Hier, das war der Waffenschmied. Shit. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles, vom Apfel bis zum Zander. Bist du? Was bist du? Aktionshaus. Da hinten. Glaube ich. Oder ist das ein ein Rüstungsschmied? Nee, das ist ein Rüstungsschmied. Goddammit! Weiß Haar! Hast du meine Waren schon gesehen? Rüstungsschmied. In rechts neben dem Kreisding. Rechts neben dem Kreisding. Welches Kreisding? Zur Not gehe ich gleich hier einfach beim Rüstungsschmied verkaufen. Weil an und für sich habe ich genug Geld. Die besten Waren diesseits des. Aber ich würde halt ganz gerne nicht Geld verschwenden oder halt Geld aufgeben.
Zone rechts neben dem Schild. Hast du was gegen Bauchschmerzen? Stechend, hier unterm Gürtel, seit gestern. Versuch es mal mit Hypericum Perforatum. Auf das Johannes. Was? Vielleicht sollte ich mich aufhören zu bewegen, dann kann ich nachvollziehen, was Lynku meint. Was? Okay. Das heißt, ich soll mal jetzt ganz kurz wieder zum Wegweiser zurückgehen. Mach mal die Map auf. Okay, machen wir mal die Map auf. So. Map ist offen. Und schau rechts neben dem Wegweiser. Da ist ein rundes Gebäude. Das ist der Wegweiser. Rechts daneben ist ein rundes Gebäude. Und daneben. Welchem Wegweiser? Hafen von Ochsenfurt oder Westtor? Der untere Wegweiser. Westtor also. Okay. Ach so, das Gebäude hier. Was quasi gerade mitten in meinem Fadenkreuz ist. Und daneben. Okay, also da in der Nähe vom Westtor. Ne, etwas weiter rechts. Aber in der Nähe von Westtor. Also schon mal runter nach Westtor. Scheiße. Und dann rechts davon. Okay. Lang lebe Raduvid. So, dann gehen wir jetzt erstmal zum Westtor. Ich habe gerade einen Tinnitus auf dem linken Ohr. Das ist schön. Nicht. So, da ist ein... Ja, Nico und so. Das Ding und dann hier rechts. Und dann einfach weiter geradeaus. Haha! Gefunden! Gefunden! Amin! Goddammit! Ein Kunde? Zeig mir deine Waren. Zeig mir doch mal da. Hast du das oft? Dass ich, orientierungsmäßig ein Nabbel bin, oder wie? Ja, mein Orientierungssinn ist halt nutzlos. Aber da, keine Ahnung, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich da selber schuld bin. Für die Armbrust ist, die behalten wir dann nochmal. So, rostiges, skelliges Schwert und ein stumpfes Beil. So, damit haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz im Inventar. So zerlegen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ach nee, Tinnitus. Immer mal wieder, ja. Wiedersehen. So. Und jetzt können wir uns mit Lambert in der Taverne treffen. Ich glaube, da, wegen sowas sollte man auch zum Arzt gehen, ne? Zum Ohrenarzt, dass man das einmal abchecken lässt, bevor das noch permanent wird. So, gehen wir mal hier zu... Na, die St. Gregorsbrücke ist nah genug. Also, beim Ohrenarzt, damit bin ich nicht gewesen, ne. Es ist meistens eher so ein kurz anhaltender Tinnitus. Selten wirklich aktiv lange. Schlimm wird's meistens für mich, wenn ich länger in Stille bin. Deswegen habe ich quasi eigentlich immer Musik auf dem Ohren. Ich hatte mal einen Freund einer Ohrenentzündung, der wurde eine Zeit lang permanent, das war übel. Ja, vielleicht sollte ich doch mal vorbeischauen. Aber eine Entzündung dürfte ich nicht haben. Das, Entschuldigung, müsste ich ja eigentlich merken. Das hoffe ich. Kann ich hier durch? Nein. Dann einmal... Da prügeln sich Leute. Ist er verstorben? Eine Urkunde.
Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Besitzer dieses Dokuments berechtigt ist, unter dem Namen Zdenek im Ring zu kämpfen. Puh. Nee. Hast du auch nicht gemerkt. Oh, okay. Dann vielleicht doch wirklich mal dementsprechend nachschauen, nicht? So, machen wir damit weiter. Achso, ich könnte ganz kurz auch noch mein Level-Up machen, ne? Machen wir das mal. Ich habe einen neuen Slot dafür. Tat nicht viel, bis der Doc mir das mit der Nadel aufgestochen und abgesaugt hat. Irr! Irr, das klingt eklig. verbessern wir mal die Präzisionsschläge einfach. Das war die falsche Taste da. Ja. Und dann kann ich jetzt hier einfach ein Mutagen reinsetzen, ne? Nehme ich nochmal einfach das Mutagen hier. Was wäre das hier? Vitalität. Ich glaube, Vitalität bin ich ganz gut. So, noch mehr Angriffskraft. So, Spiel speichern. Zack, zack. Und jetzt hier, wie komme ich da rein? Hier rein? Aha! Got it. Warum hast du so lange gebraucht? Karadin lebt mit großer Wahrscheinlichkeit in Novigrad. Und er hat den Kontakt zu Hammond nie abgebrochen. Sie sind Geschäftspartner. Ich habe auch was erfahren. Er handelt heimlich mit, lebendiger Ware. Hat ein Schiff namens Perle der Küste, verkehrt zwischen hier und Skellige. Seinen Namen hat er auch geändert. In Roland Treuger. Offiziell respektabler Geschäftsmann und Philanthrop aus Novigrad. Er besitzt ein Anwesen in Gildorf. Was mit Selyse? Gibt's Neuigkeiten über Selyse? Nun, du warst nicht da, um für ihr Leben zu bitten. Fair enough, ich hab den anderen Typen auch getötet. Immer noch besser als andauerndes Piepen, das glaube ich auf jeden Fall. Gehen wir zu Karadin. Also gut, statten wir Karadin einen Besuch ab. Ganz freundlicher Besuch, einmal Hallo sagen. Ich glaube, ich weiß, wie wir reinkommen. Ich habe einen Plan. Wenn dein Plan nicht das Ausschalten von Wachen vorsieht, sollte er überarbeitet werden. Immer mit der Ruhe. Lass sie anfangen. Ihr werdet erwartet. Kommt rein. Oh! Überraschend? Angenehm überraschend. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Ist er ein Hexer? Er ist ein Hexer. Ganz recht. Darf ich meine Frau Letizia vorstellen und meine beiden Kleinen? Ihr wisst, wer ich bin, und ich habe von euch gehört. Ihr stellt viele Fragen über mich. Das macht mich immer neugierig. Aus welcher Schule stammst du? Aus der Katzenschule. Gibt nur noch wenige von uns. Hexer sind steril. Hexer können keine Kinder haben. Aber Mündel. Oder eine Frau mit ihren Kindern auf und diese als eigene Kinder annehmen. Wie bist du Kaufmann geworden? Dass Hexer Meuchelmörder werden, kann ich noch verstehen, aber Kaufleute? Warum denn nicht? Wir träumen doch alle davon, unser Leben zu ändern. Ich habe es nicht beim Träumen belassen. Angeblich ist noch kein Hexer je in seinem Bett gestorben. Ich habe vor, der Erste zu sein. Das muss ich noch rausstellen. Lambert möchte etwas mit dir besprechen. Mein Freund wollte mit dir sprechen. Jungs, nehmt Letizia und die Kinder mit und lasst uns allein. Unsere Gäste wollen mit mir sprechen. Werde ich gleich einen Hexer töten? Ich bin ganz Ohr. Rede du mit ihm, Geralt. Wenn ich es tue, verliere ich bei seinem ersten Wort die Kontrolle und erwürge ihn. Guck mal, der Lambert hat hier eine Selbstkontrolle und so. Kennt deine Frau deine Vergangenheit? Deine Frau weiß, wer du warst? Wir sind ganz ehrlich und haben keine Geheimnisse voreinander. Sie betet jeden Tag für mich. Und weißt du was?
Es scheint zu helfen. Verdammt nochmal. Ganz ruhig, Lambert. Ich habe ja alles gestanden, bevor wir geheiratet haben. Dieser Tag war für mich wieder Anfang eines neuen Lebens. Ruhig, Lambert. Ganz ruhig. Ja, fein, Lambert. Ja, fein. Schönes Haus. Schön hast du es hier. Ich habe anscheinend ein Händchen fürs Geschäft. Jetzt habe ich genügend Geld, um meiner Familie die feinen Dinge des Lebens zu bieten. Mit einigen Resten für die Philanthropie. Die Einrichtung von Frau Marabella verschmäht kleine Spenden nicht. Und die Kasse für Witwen und Waisen der Stadt übrigens auch nicht. Erinnerst du dich an einen Hexer namens Aiden? Erinnerst du dich an Aiden? Ein Hexer. Er wurde in Elanda ermordet. Die Mörder sind gut bezahlt worden. Ich erinnere mich an ihn, wie an alle anderen auch. Mit tiefstem Bedauern. Trotzdem war Aiden anders. Entgegen aller Gerüchte wollten wir ihn nicht töten. Wir waren gezwungen, als er uns angegriffen hat. Aiden, erzähl mir deine Sicht der Geschichte. Wie lautet deine Version der Geschichte? Aiden hatte den Auftrag, den Fluch von der Tochter des Herzogs zu brechen. Er nahm das Geld, verfuschte den Auftrag und verschwand, als das Mädchen starb. Du lügst. Wir wollten ihn nicht töten. Wir waren Schuldeneintreiber. Er hatte das Geld schon ausgegeben, deshalb verlangten wir seine Schwerter. Als er sich weigerte, kochten die Gemüter hoch. Vienne, unsere Scharfschützin, verlor die Nerven. Sie traf Aiden genau ins Auge. Später hat sie ihre Version der Geschichte erfunden, wohl um ihr Schuldgefühl zu besänftigen. Okay, sage ich doch, dass er sich gewandelt hat und eine Beziehung im Spiel ist. Du hast ein kleines Detail übersehen, Alternis, ne? Nee, eigentlich schon irgendwie war, ja, doch. Komm zur Sache. Ich habe genug gehört. Was jetzt? Shit. Ach, no! Deine Reue, sie ist gespielt. Hab ich gespeichert vorher? Er ist von der Katzenschule. Nicht? Das sind doch die Verrückten. Guys, helft mir. Ich hasse es, diese Entscheidung zu treffen. Ich hasse es. Töten oder nicht töten, das ist die Frage. Genau.